Gott des Friedens, am Beginn des neuen Jahres legen wir alles in deine Hand. Angesichts von Ohnmacht und Nervosität, Unsicherheit und Fragen wagen wir Schritte des Vertrauens. Von dir und nicht von einem blinden Schicksal wird unser Leben geleitet. Erklärungen und Debatten über den Zustand der Welt greifen zu kurz. Mit deinem Frieden wollen wir einen Weg der Zuversicht wählen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich erschaffen hat, Jakob, der dich geformt hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Wort des lebendigen Gottes. Auf vielen Menschen lastet in diesem Jahr eine ganz besonders große Verantwortung. So bitten wir für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen. Für alle, die abschätzen müssen, welche Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und des Lebens zu treffen sind. Viele Menschen haben in den letzten Monaten auf andere geschaut, ihre Hilfe angeboten und nicht zugelassen, dass sie sich von anderen innerlich entfernen. So bitten wir für alle, die anderen bei den alltäglichen Verrichtungen unterstützen, die Kontakte suchen und aufrechterhalten, die erfinderisch sind im Umgang miteinander und in der Sorge füreinander, die durch ihr Zugehen auf andere Zeugnis von einer solidarischen und menschlichen Gesellschaft gegeben haben, die für andere beten und ihnen so ein Obdach für ihre Seele schenken. Musik.
Viele Menschen sind in den letzten Monaten schwer erkrankt oder wurden durch die Krankheit anderer schwer verunsichert. So bitten wir für alle, die mit dem Coronavirus infiziert wurden, für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben, für jene, die schwer erkrankt sind und vielleicht noch an den Folgen ihrer Erkrankungen zu leiden haben, für alle, deren Alltag massiv belastet ist, für alle, die sich nicht frei bewegen können, für jene, die besonders unter ihrer Einsamkeit leiden, für alle, die sich nach einer Umarmung sehnen, für diejenigen, die Angst haben, vergessen zu werden. Viele Menschen sind durch ihren Beruf direkt von der Pandemie betroffen. So bitten wir für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern, für alle, die in diesem Dienst an die Grenze ihrer Belastbarkeit geführt werden und in der Gefahr stehen, selber zu erkranken, für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen. Viele Menschen spüren besonders stark die Auswirkung der gegenwärtigen Wirtschaftskrise. So bitten wir für alle, die um ihren Arbeitsplatz bangen oder ihn verloren haben, für alle, die von den gewährten Unterstützungen allein nicht leben können, für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten, für alle, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen und ihr Leben neu ordnen müssen. Menschen, mit denen wir das Leben geteilt haben, die uns nahe standen, sind in diesem Jahr verstorben. In vielen Fällen war ein persönliches Abschiednehmen und eine Teilnahme am Begräbnis nicht möglich. So bitten wir für alle, die einsam sterben mussten, für alle, deren Sterben eine tiefe Wunde in unserem Leben geschlagen hat, für alle Angehörigen, die sich in ihrer Trauer alleine fühlen, für alle aus unserem Pfarrgemeinde, die still verabschiedet werden mussten. Lassen wir unser fürbittendes Gebet einmünden in jenes Gebet, das Jesus selbst den Seinen anvertraut hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres stand, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Er aber antwortete mir, geh nur hin in die Dunkelheit und leg deine Hand in Gottes Hand. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Mit diesem sprechenden Bild vor Augen tasten wir nach Gottes Hand und bitten ihm um seinen Segen für alles, was kommt. Gott, wir legen in deine Hände zurück, was dieses Jahr gewesen, und wir empfehlen dir die Tage, die uns im neuen Jahr geschenkt werden. Sei vor uns
um uns den rechten Weg zu weisen. Sei neben uns, um uns zu begleiten. Sei hinter uns, um uns zu schützen. Sei unter uns, um uns zu tragen. Sei um uns, damit wir in Frieden sind. Das schenke uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.